Trolltest.de. Moin, hallo und herzlich willkommen zu diesem Free-to-Play-Check. In diesem Video zeige ich euch ein Freeware-Game, das entwickelt wurde von Studenten der DigiPen University in Redmond im US-Staat Washington. Nicht in Washington DC, sondern im... Ne, ist ja auch egal. DigiPen University, entwickelt wurde das Ganze von... Ich muss es ablesen. Dylan Piet, Kalita Saintong, David Birkin, Matthew Krishmanik und William Tinoco. Ich hoffe, ich habe die Namen richtig ausgesprochen. Ich hoffe es sehr. Und das Spiel ist im Grunde ein Puzzle-Titel und ihr müsst im Grunde euren Würfel hier oben bewegen. Den seht ihr jetzt hier oben eingeblendet. Und ihn im Grunde zu jedem dieser kleinen gelben Kästen dahin bewegen, die ihr da seht, eingeblendet im Level da. Und oben rechts seht ihr eingeblendet die gesamte Karte und was ihr machen könnt, ist, dass ihr mit der gesamten Karte interagiert, über diese roten Flächen beispielsweise oder auch über diese lilanen Flächen dort. Die roten Flächen, die verändern im Grunde das gesamte Spielgeschehen und wenn ich da jetzt raufgehe und auf die Leertaste drücke, passiert das hier. Ich ändere im Grunde das gesamte Setting vom, ja, wenn man so möchte, die bislang grünen Flächen werden betretbar und die bislang blauen Flächen, die im Untergrund lagen und noch grau waren, kommen nach oben, setzen sich mir als, ja, als Wände in den Weg, wenn man so möchte. Und sobald ich jetzt auf dieses lilane, auf dieses rosane Feld raufgehe, ändert sich das Ganze wieder. Damit wird im Grunde genau das wieder rückgängig gemacht, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Mit anderen Worten, wenn ich da jetzt raufgehe, dann ändert sich alles wieder. Allerdings habe ich bei den lilanen Flächen keine Möglichkeit, das selbst auszuwählen, während ich bei den roten Flächen selbst entscheiden kann, ob ich das Level geändert haben möchte oder eben nicht. So, worum geht's jetzt? Ich muss hier versuchen, diese ganzen gelben Dinge einzusammeln und dafür möglichst Zugriff auf die einzelnen Bereiche bekommen. Und hier habe ich das wahrscheinlich schon vergeigt, wie es aussieht. Zumindest ist es durchaus im Bereich des Möglichen. Da komme ich noch hin, sehr schön. Und im Grunde kommt es immer darauf an, dass ihr möglichst wenig Aktion benötigt, um hier wieder wegzukommen. Denn jede Aktion oder alle Zeit, die ihr benötigt, wird sich negativ auf euren Score auswirken. Mit anderen Worten, ihr solltet möglichst versuchen, relativ schnell hier durch das Level durchzukommen. Ja. So, aber jetzt habe ich mir zumindest die Dinger geholt, die ich mir holen konnte. Jetzt mache ich einmal das Ding an, mache es wieder aus. Denn dadurch komme ich jetzt dahin, kann jetzt durchgehen und alle Dinge einsammeln. Und das ist im Grunde das gesamte System. Ich zeige euch jetzt nochmal ein späteres Level, denn das Spiel kriegt durchaus noch einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad. Hier schon mal ein Beispiel für ein etwas schwierigeres Level. Und zwar habe ich hier einmal die Möglichkeit, mit sich verschiebenden Boxen mich auseinanderzusetzen. Diese braunen Dinger, die ihr da jetzt ein- und ausploppen seht, die sind tatsächlich nur teilweise da und verschwinden dann wieder. Darüber hinaus habe ich diese Löcher und mit denen kann ich praktisch hier die Ebene wechseln, wenn man so möchte. So komme ich beispielsweise jetzt hier hin, kann deswegen hier oben auf den Boxen herumlaufen, wo ich sonst nicht reinkommen würde, weil es feste Betonwände sind, oder na, Betonwände nicht, also irgendwelche Stahlwände sind, durch die ich normalerweise nicht durchkomme. Aber ich kann auf ihn drauf herumlaufen, muss mich jetzt ein bisschen beeilen, damit ich hier relativ schnell durchkomme. Jetzt hier die Möglichkeit reinzugehen. Na, ändern wir das nochmal. So, nee, ändern wir das nochmal zurück. So, dadurch kommen wir jetzt nämlich hier hin. Also nicht, dass ich da jetzt eigentlich noch hin müsste. Aber dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, hier beispielsweise ein bisschen mit der Umgebung zu interagieren. Ihr seht jetzt hier bereits, ich kann mich hier drauf bewegen, darüber hinaus aber nicht. Der Grund dafür ist, dieser grüne Block, der ist jetzt hochgefahren und ich kann auf ihn drauf herumfahren oder drauf herumlaufen. Jetzt kann ich das nicht mehr, weil da kein grüner Block mehr ist, allerdings hier ist ein blauer. Mit anderen Worten, es gibt hier schon so ein bisschen, also immer wieder tricky Rätsel, bei denen ich dann im Grunde darauf achten muss, wie denn die einzelnen Blöcke liegen, weil ich sonst gar nicht dahin komme, wo ich überhaupt hin möchte.
Weil hätte ich das jetzt nicht so gemacht, wäre dieser Gang nicht frei gewesen. Also ich denke, ich verstehe das System. Ich zeige euch allerdings jetzt gleich noch eine weitere Besonderheit dieses Titels, denn damit ist tatsächlich immer noch nicht alles, was das Spiel zu bieten hat, bereits erschöpft, sondern es gibt noch mehr. Und hier sind wir auch schon in einem Bereich, der im Grunde noch mehr bietet als das, was ihr bislang gesehen habt. Denn inzwischen ist das Spielfeld tatsächlich zu einem Würfel geworden und ihr könnt euch hier praktisch in den einzelnen Bereichen hin und her bewegen. Und dadurch im Grunde dem Ganzen noch eine ganz neue spielerische Komponente verpassen. Weil ihr jetzt tatsächlich in allen Dimensionen denken müsst, wenn ihr hier versucht, euch mit eurem kleinen Würfel auf dieser riesengroßen Würfelwelt zurechtzufinden. Auf der er herumhüpft. Das ist nicht schön. Aber wie gesagt, das Spiel könnt ihr kostenlos euch herunterladen von DigiPen. Das Spiel wurde entwickelt von Studenten der DigiPen University in den Vereinigten Staaten, wie gesagt, im Staat Washington in Redmond, um genau zu sein. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr Lust dran habt oder Spaß dran habt an Puzzle-Titeln, dass ihr euch den Titel einfach mal anschaut, denn wie gesagt, das Ding kostet euch nichts, nur eure Zeit. Und ob es eure Zeit wert ist, das habt ihr ja vielleicht jetzt schon beim Spiel, also hier beim Zuschauen herausgefunden. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran gehabt an diesem Video. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Ich hoffe, ihr gebt dem Titel eine Chance, denn es ist durchaus wert, dass man ein bisschen Zeit mit ihm verbringt. Finde ich. Mir macht es jedenfalls viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Titel und bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen. Bin dann erstmal wieder raus. Macht es gut und tschüss. Trolltest.de